Herzlich willkommen zu einer neuen Sketchbibel. Das heutige Evangelium kommt zunächst als harmlose Begegnung am Wegesrand daher. Was uns der Evangelist Johannes da erzählt, ist aber auf den zweiten Blick eine Geschichte voller Tiefsinn und Weisheit, voller Lebens- und Glaubenserfahrung. Kommt und seht diese Sketchbibel. Was sucht ihr? Mit seinen ersten Worten im Johannesevangelium fordert Jesus nicht nur die beiden Jünger, sondern auch uns als Leserschaft auf, sehr grundsätzlich über das Leben Klarheit zu gewinnen. Was suchst du, ist eine typisch jesuanische Frage. Hier geht es um die ganz große und grundsätzliche Frage nach Lebenssinn und Lebensgestaltung. Was suchen wir denn eigentlich im Leben? Sinn, Glück, Reichtum vielleicht, Macht, Liebe? Was macht für dich Leben in Fülle aus? Und so wie es für uns nicht leicht ist, diese Frage spontan zu beantworten, so finden auch die beiden Jünger offensichtlich gar nicht ganz so schnell eine Antwort und fragen etwas unvermittelt zurück. Wo wohnst du? Diese Frage, wörtlich übersetzt, wo hast du deine Bleibe, zielt nicht auf die Auskunft einer Adresse, sondern auf seine Person. Die Herkunft, die Wurzeln sagen viel darüber, wer man ist. Die Frage, wo wohnst du, bedeutet also eigentlich, wer bist du? Und in diesem Sinn ist die Gegenfrage der Jünger auch gar nicht unvermittelt, sondern eine Form der Vergewisserung, ob dieser Jesus wirklich jemand ist, der ihnen bei der Beantwortung der ersten Frage nach dem Sinn ihres Lebens helfen kann. Sie vertrauen also nicht allein darauf, was ihnen Johannes sagte, nämlich, er ist der, der nach mir kommen wird, dessen ich nicht wert bin, die Schuhriemen zu lösen, sondern sie wollen sich ein eigenes Bild machen. Sie folgen also nicht blind der Aussage eines anderen, sondern sie bemühen sich selbst. Sie fragen nach und überprüfen. Und auch Jesus will sie jetzt nicht mit einer großen und rhetorisch ausgefeilten Rede überzeugen, sondern er sagt schlicht, kommt und seht. Und sie kamen und sahen es und blieben den Tag über bei ihm, erzählt uns der Evangelist Johannes. Was sie genau sahen und worüber sie den ganzen Tag sprachen, wird nicht erzählt. Diese Lücke lässt jedem von uns Raum, sie mit unseren eigenen Geschichten und unserer eigenen Erfahrung mit diesem Jesus von Nazareth zu füllen. An einer anderen Stelle heißt es nämlich, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Auf Deutsch gesagt, es gibt keinen Standardweg, sondern nur individuelle. Und die sind nun mal mit der Mühe der persönlichen Sinnsuche verbunden. Was also auch immer an diesem Tag zwischen Jesus und den zwei Jüngern geschah, im Nachhinein sind sie innerlich davon überzeugt, dass sie den Messias gefunden haben. Irgendwie wird also in der Begegnung klar, dass Jesus der ist, der ihnen Heil, Lebenssinn und die Erfüllung ihrer Hoffnung und Sehnsüchte, und zwar über diesen einen Tag hinaus, geben kann. Beide großen Fragen scheinen nach diesem Tag für die beiden Jünger beantwortet. Auch den Emmaus-Jüngern wird erst im Nachhinein klar, wer da mit ihnen unterwegs war. Und Ähnliches erzählt auch die Geschichte von Mose, der vor dem brennenden Dornbusch steht und fragt, wer bist du? Wie ist dein Name? Und der dann ähnlich Geheimnisvolles zu hören bekommt. Ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Du kannst mich und meinen Namen erfahren, indem du dich auf den Weg machst und auf die Suche. Und dann deute im Nachhinein, was du erlebt und erfahren hast. Denn, noch mal anders gesagt mit Sören Kierkegaard, Leben kann man nur vorwärts, das Leben verstehen, aber nur rückwärts. Ich wünsche euch eine gute Woche, bis zum nächsten Mal bei der Sketchbibel.